Wunderschönen guten Morgen, liebe Freunde der Sonne. Herzlich willkommen zu einem weiteren Let's Play Witcher 3 Blood and Wine mit Paxis. Nachdem wir jetzt. Ne, hier gehen wir mal nicht runter. Das sieht. Oh, gut. Ich dachte gerade, das Spiel wäre abgestürzt oder es geht auf dem Desktop, aber das ist nur eine Zwischensequenz. Sehr schön. Er sagt nicht mal was. Baxter, hast du einen Augenblick für mich? Wie soll ich mich abends amüsieren, wenn meine... Die Schreckensherrschaft einer Hanse ist vorüber. Du hast die Basis der Hanse da steht und ihren An... Boah, danke, dass ich mir durchlesen durfte. Aber schön, ne? Wie jetzt kommt sie an mit 100 Mann, nachdem ich alleine, ich kleiner Hexer, alles platt gemacht habe. Ja, wollt ihr mit mir reden? Bastardschwerter, Hämmer, Misericordien. So, so. Sternlingsstragen aus dem Hause von und zu Arschkramp hat ins Gras gebissen. Möge er in Schmerz und Unfrieden ruhen. Du hast hier einen ordentlichen Nachlass verdient, Hexer. Straggen, der Name kommt mir bekannt vor. Ich bin ihm vor einer Weile begegnet. Wie bitte? Das muss ein ganz übler Halunke gewesen sein. Anständige Leute tragen diesen Namen nicht. Mit den übrigen Straggens kenne ich mich nicht aus, aber dieser Straggen war auf keinen Fall anständig. Er hat ein böses Ende gefunden. Zu Recht. Du hast den Bastard unter die Erde gebracht. Ich wusste es. Das haben Druiden für mich erledigt. Sie haben ihn lebendig verbrannt. Oh, wie schön! Wie schön! Wie schön, ja, total schön. Zeig mir doch mal dein Angebot. Bitte hab Kulle. 9775, I love it. Und ich kaufe mir auch das Meisterwaffenreparaturset. Verkauft dafür das Anfängerding. Und Gesellen behalte ich mal. Ich habe nur 5. Sonst brauche ich eigentlich nichts. Wir reparieren mal noch. So, und jetzt verkaufen wir den ganzen Schrott, den wir nicht mehr brauchen hier. Plus 10, ja, wie gesagt, ich ziehe eh nur Relikt-Sachen an, es ist mir scheißegal, ob die besser sind. ...230, 149, ja, die bringen schon alle ein bisschen Geld, meist zumindest, jetzt haben wir hier ein paar preiswertere Sachen mit unter 100 Kronen. So, das Schwert behalten wir. Oh, wir bekommen noch nicht mal... Wir müssten jetzt noch andere Sachen verkaufen, aber ich glaube, wir können halt nur die Bahn und sowas einigen verkaufen. Ach, Moment, wir haben hier noch... Das brauchen wir nicht. Die Krone behalte ich mal. So, und jetzt hier die wertvollen Sachen. Silberne Smaragdkette, goldener Saphirring, Grüngold-Rubinring, Grüngold-Bernsteinkette... Goldener Becher, goldener Kandelaber. Das war's. Glühender Erzbarren, den habe ich halt nur einmal. Das sieht so gut aus, das klingt so geil. Den will ich irgendwie nicht verkaufen. Was haben wir hier 33 Mal? Stahlblech, gar nichts wert. Silberbarren, nicht wirklich viel wert. 37, was ist denn das für Barren, verdammt? Meteoritenbarren, gerade mal 26 wert. 2 wert, Stahlbarren, oh Gott. Na egal, wir kaufen jetzt einfach den Schrott, die Mitheriumbarren, das ist als einziges viel wert, scheiß draus. Auch wenn wir dann nichts mehr davon haben. 11, 11, 11. 121, Dimitherium-Erz. Haben wir 52 Mal, na herzlichen Glückwunsch, dann nehmen wir das auch. Krass.
Da haben wir jetzt auf jeden Fall erstmal wieder Fettkohle. Sehr schön. Haben wir jetzt schon 30.000? Ja. Der Fluch von Sterling Straggen und seiner Hanse. Bravo, alter Knochenbrecher. Okay, von da sind wir gekommen. Jetzt waren wir immer noch nicht auf der rechten Seite. Plötzlich steht hier ganz merkwürdig auf der Brücke. Das ganze Herzogtum hat sich von der Realität verabschiedet. Hier drüben waren wir noch nicht. Hexler oder nicht? Den Arsch muss man sich ja doch aufreißen. Nicht stehen bleiben. Haben wir jetzt hier also so eine Art Lager hingemacht? Warum weiß ich auch nicht so richtig, weil eigentlich will ja niemand diese Ruine einnehmen, ne? Haben wir da drüben noch? Kleiner Vorposten. Ach ja, wir müssen ja auch noch die Fragezeichen hier klären. Den guten Namen einbüßen? Ja. Das ist schlimmer als ich habe geschworen, die Hansen bis. Kleiner Vorposten halt, nichts Besonderes. Ja, ihr habt geschworen, die Hanse zu bekämpfen. Und was habt ihr gemacht? Nichts. Ihr seid gekommen, nachdem ich die Hanse hier platt gemacht habe. Oder zumindest den Chef mit dem Großteil der Bande. Aber die haben ja noch mehrere verstreute Bandmitglieder und kleinere Versammlungen. Oh, ist was. Was ist denn da? Haben auch keine Schwalbe mehr, sehe ich gerade. Ein Ort der Macht. Ich sollte Kraft daraus ziehen. Ein Wicht. Der Wicht hat ihn gerufen. Ah. Stimmt, die können ja. Die können ja andere herbeirufen und eigentlich. Die sind ganz schön groß. Ich hätte ihn mir kleiner vorgestellt. Und eigentlich sind die ja eher friedlich, aber ich muss hier leider trotzdem hin. Ah, die sind wirklich stark, krass. Sehr stark sogar. Tut mir fast ein bisschen leid, dass ich den Weg platt machen musste, aber naja. Ich musste ja hier hin, ne? Wichthaar und Wichtohr, das sollte eigentlich auch selten sein. Das erste Mal, dass ich so einen Wicht sehe. Wo ist denn dein Suppentopf? Ich dachte, die machen immer Suppe. Oder Essen. Ach nee, das waren die anderen Wichte, ne? Naja, egal. Ich brauche leider keine Fertigkeitspunkte, es tut mir leid. Da haben wir ja fast das Gebiet von den Fragezeichen befreit. Ich glaube, es sind noch. Also das Fragezeichen war, glaube ich, das Quest. Und ich weiß gar nicht, das war dann. War das dann schon das letzte? Das letzte Questteil oder das vorletzte? Eins von beiden. Aber wahrscheinlich hat die Hanse was damit zu tun, dass die beiden. Dass die beiden Weingüter diese Probleme hatten, würde ich behaupten. Naja, scheiß Pflanzen hier. Könnte schön jemand anderes. Der Vorteil bei diesen Pflanzen ist, die verfolgen einen natürlich nicht. Bewachter Schatz, nicht nur diese scheiß Kikimoras. Ne, sind Hunde. Aber viele Wildhunde. Die aber wie immer nicht viel aushalten. Warst du schon? Oh Gott, war das einfach. Tagebuch eines Wandergilde-Mitglieds. Gegerbtes Dragonidenleder. Auch super viel drin. Diese Hande ist verdammt selten. Ne, Quatsch, seltsam. All diese harten Haudegen, jeder mit hunderten von Morden auf dem Kerbholz. Und mindestens die Hälfte von ihnen sitzt abends da und kristelt in Tagebücher oder schreibt Briefe. Wo kommen diese ganzen verdammten Gelehrten her? Mein Herr hat es damals geschafft, mir Buchstaben einzuprügeln, bevor ich seine Tochter verführte und er mich davonjagte. Aber jemand wie Silvain Schwarzzahn, wie hat der das Lesen und Schreiben gelernt, wenn er doch mit einem Zirkus gereist ist und die Käfige ausgemistet hat? Erst neulich habe ich mit drei anderen Männern Wache geschoben und statt sich normal aufzuführen, Wein zu trinken und ins Feuer zu furzen, schrieben sie schweigend in ihre Notizbücher. Ich bin besorgt, dass Sternlein Straggen sich gerne mit Intellektuellen umgibt und ich selber ein Tagebuch beginnen muss. Tja,
Wir sind ziemlich am Arsch. Ich habe gerade erfahren, dass irgendein weißhaariger Kerl, halb Mensch, halb Monster, Sternling ausgeschaltet hat. Einfach großartig. Jetzt müssen wir irgendwie unsere Ärsche aus dem Sumpf kriegen, bevor diese Irre uns ebenfalls kalt macht. Aber vielleicht nimmt ihm ja auch eines der wilden Viecher hier die Arbeit ab. Ohne die Hanse stehen uns schwere Zeiten bevor. Sehr geil, ist genauso gekommen, wie ich gedacht habe. Dass es sich rumspricht und jetzt totale Angst haben vor mir. Und hier werde ich beschrieben als halb Mensch, halb Monster. Wie geil das ist. Wie ist das? Ah, oh, I love it. Solche Kleinigkeiten. Genau sowas brauche ich. Sehr, sehr geil. Genau wie ich es wollte. Genau wie ich es wollte. Ich frage mich, was hier in dem Notizbuch gestanden hätte, wenn ich zuerst dieses Fragezeichen gelöst hätte und danach erst den Stracken umgebracht hätte. Das hätte ja dann logischerweise anders sein müssen. Ha! Das wäre natürlich sehr... Wäre mal interessant zu wissen, aber... Vielleicht wären dann hier ja... Ach ja, stimmt, die waren ja auch gar nicht mehr da, die Kerle, sondern die Hunde haben sie umgebracht. So wie er es geschrieben hat. Vielleicht wäre es dann so gewesen, dass die noch gelebt hätten. Und ich gegen die Menschen hätte kämpfen müssen, wenn ich hier zuerst hingekommen wäre. Es lohnt sich jetzt zwar nicht wirklich dafür nochmal neu zu laden, aber... Es wäre schon interessant zu wissen, ehrlich gesagt. Machen wir das hier als nächstes. Ruinen des Artach-Palasts. Die experimentellen Versuche des Herzogs Adam von Nazair, die Wasser der Sans-Retourmarsch abzuleiten, waren nicht gerade von Erfolg gekrönt, um es milde zu formulieren. Zahlreiche Dörfer und Anwesen und sogar die Elfen-Sommerresidenz Artach wurden überflutet. Die Sans-Retourmarsch verdankt ihrer heutigen Form diesen Experimenten, bei denen außerdem die halbe Kranichinsel versank und im Norden entstand ein unschöner Sumpf, den niemand sicheren Fußes durchqueren kann, außer natürlich Geralt, halb Mensch, halb Monster. Was haben wir da? Bewachter Schatz. Was jetzt, du Stück Dreck? Du Stück Dreck! Bewachter Schatz, scheiß Pflanzen. So, eine weniger. Oh, wir haben aber viele von diesen Knospen platt gemacht und dadurch war es dann am Ende doch recht einfach. So, ein bewachter Schatz weniger gleich. Okay, dachte jetzt schon, da kommt nochmal eine raus. Brief an eine Mutter. Liebste Mutter, vergib mir, dass ich ohne einen Mut geflohen bin, aber wenn Vater Wind von meinen Absichten bekäme, würde er mir lieber die Knie brechen, als mich gehen zu lassen. Bitte versteht, dass das Dorfschreiberleben nichts für mich ist. Ich will nicht wie Vater enden, mein Leben über Foliantengebäude verbringen und im Laufe der zahllosen Tage und Nächte im dunklen Büro allmählich das Augenlicht einbüßen. Ich möchte ein Leben voller Abenteuer. Vielleicht besuche ich dich eines Tages, liebste Mutter. Bis dahin wünsche ich dir Gesundheit und Glück. Dein dich liebender Sohn Fabrice, der gestorben ist, weil er wahrscheinlich... mit zu diesen Hanse-Idioten gehört hat. Jetzt erklärt sich auch, warum zumindest der Typ da schreiben konnte. Dann mal zum nächsten. Da gehen wir... Boah, das ist jetzt irgendwie scheiße hier alles miteinander. Ich nehme jetzt das. Mal schauen, ob was... Ach, Wildhunde. Mal schauen, ob wir es schaffen, jetzt in der Folge alle Fragezeichen zu klären. Aber ich glaube nicht, weil das eine ist, also mindestens eines davon ist ja auch noch so ein Quest-Fragezeichen. Wahrscheinlich ein bisschen ausführlicher. Aber wir haben ja nur noch 5 Minuten, ich kann auch nicht wirklich überziehen. Deswegen mal schauen. Nee, scheiß Pflanze, du verfolgst mich eh nicht. Monsterlager. Okay, das wird wahrscheinlich auch schon wieder länger dauern, deswegen wird es wohl nichts mit dem. Zurück mal für volle Tränke, wird es wohl nichts mit dem alles in der Folge. Katze werden wir bestimmt brauchen. Oh, momentan trinken wir übrigens Essig, wenn wir Nahrung zu uns nehmen. Sehr geil. Ich sollte mich umsehen. Oh, auch direkt ein Quest, nice. Also Schatzsuche-Quest.
Suche nach dem Lager des Wichts. Aha. Wichte bringe ich aber doch nicht so gerne um. Schöne Falle. Oh, nice. Direkt gekillt. Da ist die andere. Wo ist denn das jetzt rausgekommen? Irgendwo da oben. Oh, da komme ich nicht hin. Komm schon, komm näher. Ach doch, da komme ich hin. Sorry. Ist er jetzt wieder unten? Sehe gar nichts. Okay, geschafft. Lexandres Tagebuch. Ich habe alle Brücken hinter mir abgerissen. Eine Rückkehr ist unmöglich. Nicht nachdem ich gemurdelt und die Großmeisterschemas genommen habe. Vermutlich sind sie mir schon auf der Spur. Hoffentlich kann ich die Sache schnell hinter mich bringen und im Süden ein neues Leben anfangen. Meine Zeit als Hexer ist vorüber. Delaunay kann ich nicht trauen, erst recht nicht, da er darauf besteht, dass wir uns bei den Banditen treffen. Ich habe die Schemas in einer Höhle versteckt, die kein Normalsterblicher betreten kann. Wenn alles glatt geht, hole ich mir mein Geld, sage ihm, dass der Schatz in den Nebelgruben liegt und biete ihm dann gegen weitere Bezahlung meine Eskorte an. Wenn es nicht glatt geht und jemand diese Notizen findet, so wisse er dies. Das war es wert. Es war das Töten und Stehlen und überhaupt alles wert, aus dem miserablen Leben in der Spur zu entkommen. Das kennt jeder Hexer, diesen Wunsch, alles fallen zu lassen. In den Sonnenuntergang zu reiten. Dieser hier hat entsprechend gehandelt und teuer dafür bezahlt. Zu Recht! Niemand mehr. Aber vielleicht finde ich trotzdem ein paar Hinweise. Und ich hatte nie solche Gedanken als Hexer. Was ist denn da los? Mach hier noch was? Oh, es ist dunkel, Hilfe! Kommen wir jetzt hier auch irgendwie wieder raus, oder? Hä? Muss ich da rüberspringen? Oh, da ist eine Leiche. Liebesbrief unterzeichnet von Bella de Gunes. Haben denn die alle immer so viele Sachen jetzt? Mein liebster Freund, Gustav, ich möchte dir für unser letztes Stelldichein 1000 Mal danken. Beim Gedanken an das nächste schwimmt mir vor Glück den Kopf. Schwimmt mir vor Glück den Kopf. Ist es nicht seltsam, dass sich zwei Fremde so schnell so nahe kommen können? Du fragtest, ob es etwas gäbe, was ich besonders schätze. Nun, Gustav, ich hatte schon immer eine Schwäche für Blumen. Mein tragisch verblichener Verlobter hat sie mir immer in den Nebelgruben gesammelt. Ich müsste lügen, wollte ich behaupten, ich hätte jemals schönere Blumen gesehen. Ach, bei dem Gedanken daran, ach, du könntest solches auf dich nehmen und mir dort mit eigener starker Hand einen Strauß pflücken, setzt mein Herz einen Schlag aus. Wenn du mir diese Blumen bringst, so beweist du damit deine wahre Liebe zu mir. Ewig dein Bella de Gunes. Was für eine... Hätte fast Hure gesagt. Verlangt sie sowas Gefährliches? Der ist doch dabei gestorben. Richtig geil. Tja, die Liebe macht blind. Suche nach dem Lager des Wichts. Ach so, es ist ja ein anderes Quest. Deswegen, ich war ganz verwirrt. Habe ich hier drin das jetzt eigentlich geklärt? Das Monster-Ding? Ja. Okay, cool. Wieder ein Fragezeichen weg. Und wir haben auch wieder die Schatzsuche vorangetrieben. Das darf man auch nicht vergessen. So, das ist auf jeden Fall ein... Das ist auf jeden Fall ein Quest für die... Für die Weinfeder. Ich glaube erstmal in die Richtung. Dort sind irgendwelche Monster, so wie es klingt. Heya!
Schauen wir uns erstmal das Gebäude an. Könnte ich mir auch ein weiterführendes Quest vorstellen, dass wir da irgendeine Notiz finden oder sowas. Mal schauen. Kann aber auch einfach ein Banditenlager sein. Das muss Delaunays Anwesen sein. Verlassene Städte? Okay. Nee, Personen nur. Ich muss einen Weg hineinfinden. Und ist dann auch gleichzeitig wieder das Quest mit der Katzen irgendwas suche. Geralt! Geralt! Oh! Ah, hier kann er sich hochziehen, nice. Okay, aber das schaffe ich jetzt nicht mehr. Es ist eh schon vorbei, die Zeit. Ich sagte ja schon, dass ich jetzt keine Zeit habe zu überziehen. Banditen, die werden auch zur Hanse gehören. Haben die schon gehört, dass ich die alle platt gemacht habe, die Chefs? Keine Ahnung. Egal, bis zum nächsten Mal, euer Paxis. Tschö, tschö.